Es ist wie eine Art Sender, den man unbewusst immer bei sich trägt. Medienberichten zufolge sammelt der US-Geheimdienst milliardenfach Ortsdaten mit Hilfe von Handys. Damit könnten in bislang ungeahntem Maße Bewegungsprofile von terrorverdächtigen Handynutzern und ihren Kontakten erstellt werden, schreibt die Washington Post. Die Zeitung beruft sich unter anderem auf Informationen des früheren Geheimdienstmitarbeiters Snowden. Wer mobil telefoniert, ist erreichbar, auch für den US-Geheimdienst. Die NSA schöpft fast 5 Milliarden Handydaten im Ausland ab und das jeden Tag. Dies berichtet die Washington Post und beruft sich auf Informationen von Edward Snowden. Die Angaben des NSA-Aussteigers und Whistleblowers sollen von einem Geheimdienstmitarbeiter grundsätzlich bestätigt worden sein. Und so funktioniert das massenweise Datensammeln. Jedes Handy meldet sich regelmäßig beim nächstliegenden Mobilfunkmast. Diese Standortdaten tauschen die Mobilfunkbetreiber untereinander aus, weltweit. Nur so können beispielsweise SMS ins richtige Land geschickt werden. An den Kabelverbindungen zwischen den Firmen zapft die NSA unbemerkt die Handydaten ab. Mit dem Geheimprogramm Code Traveler erstellt die NSA Bewegungsprofile. So versucht sie im Antiterrorkampf herauszufinden, ob Verdächtige Komplizen haben. Wenn die Bewegungsprofile von zwei Personen oder mehr Personen mehr oder weniger häufig deckungsgleich sind, dann gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Personen sich getroffen haben, gemeinsam über eine Straße gegangen sind, in einem Laden waren, sich gesprochen haben und sich kennen. Und das ist interessant für die Geheimdienste. US-Bürger sind von der Ausspähung der NSA nur betroffen, wenn sie ins Ausland telefonieren oder reisen. Dennoch verurteilen namhafte Bürgerrechtsaktivisten die Handybespitzelung scharf.